Leute, heute bringen wir die Fleischblechchen hier vom Pamela nach Thomas, der ist ja so am Verhungern. Bitteschön, hier hast du eine Portion Fleischbällchen. Hoffentlich findet Thomas, dass die Fleischbällchen so schmecken, wie sie sollten. So, wir sollen zum Bunker zurück und sollen Thomas die Fleischbällchen geben. So, dann galoppieren wir da mal ganz schnell hin. Unser Dream Dancer ist natürlich halt nicht so schnell wie ein großes Pferd. Es ist halt nur ein Welch-Pony. Aber es reicht ja halt, um von A nach B bei den Quests zu kommen. So, da vorne ist ja schon der Bunker. Natürlich müssen wir hier vorne rum. So. Unser Pony lassen wir hier vorne mal stehen. Ja, sie sucht erstmal ein bisschen Gras, aber hier kann sie ja nicht viel fressen. So, dann gehen wir mal wieder zu Thomas. Und geben ihm die Fleischbällchen. So. Hast du meine Fleischbällchen? Ich bin am Verhungern. So, wir haben ihm die Fleischbällchen gegeben. Und er niest uns erstmal an. Na super. Mal gucken, was er jetzt will. Endlich, halte dich von mir fern, bis ich meine Mahlzeit bekommen habe. Ich brauche Energie, damit ich dem Gift einigermaßen standhalten kann. Mampf, Mampf, Mampf. So unglaublich gut. Schmatz, Schmatz. Das war ganz wunderbar. Jetzt geht es mir besser. Edward hätte das sicher nicht verpassen wollen. Er fand es immer sehr spannend, alle Ecken des Bunkers zu erforschen. Wir haben immer gepicknickt, genau hier. Ich habe Pamelas fantastische Fleischbällchen genossen. Es fühlt sich gut an, über Sachen nachzudenken, die Edward und ich zusammen erlebt haben. Werde ich jemals wieder dazu Gelegenheit haben, mit Edward etwas zu erleben? Normalerweise gehen wir um diese Jahreszeit zelten. Ich habe ihm versprochen, dass wir das jedes Jahr machen. Das ist das erste Jahr, dass ich dieses Versprechen breche. Ich muss ihm das Herz gebrochen haben. Au, au, au. Das Gift versucht, meine positiven Gedanken zu verdrängen. Vielen Dank für das Essen, aber es ist wohl besser, wenn du jetzt gehst. Komm nicht zurück. Kümmere dich um meine Familie. Sie benötigt jede Hilfe, die sie nur kriegen kann. Geh jetzt. Sprich mit Thomas, aber sei vorsichtig. Er ist leicht reizbar. Okay. Dann sprechen wir. Warum bist du immer noch da? Ja, eigentlich wollen wir dir irgendwie helfen. Geh, solange du kannst. Ich kann mich nicht mehr zusammenreißen. Lauf. Fliehe aus dem Bunker, bevor Thomas dich erwischt. So, wir rennen jetzt hier gerade um unser Leben. Du öffnest die Tür und entkommst Thomas Angriff. Das war knapp. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn ich Lisa davon berichte, wie es ihrem Mann geht. Ja, dann flitzen wir mal wieder zu Lisa. Aber der wollte uns echt gerade fressen oder so, ne? Also, da bringt man ihm schon Fleischbällchen, dass er nicht ganz verhungert und
Und dann will er einen auffuttern. Dann nehmen wir den Pferdetransporter und fahren jetzt wieder nach New Hillcrest und erzählen dann Lisa, was passiert ist. Auf zum New Hillcrest Stall. Sabrina, du bist zurück. Hast du Thomas getroffen? Oh ja, und wie? Er steckt also im Bunker. Geht es ihm so schlecht, dass er dich angegriffen hat? Er hat mir anscheinend nicht die ganze Wahrheit erzählt, wie schlecht es ihm geht. Ich muss ihm dabei helfen, sich wieder besser zu fühlen. Aber ich war auf der Suche nach Edward. Er ist seit gestern verschwunden. Er hat nicht gesagt, wohin er wollte, aber sein Schlafsack und seine Angelrute sind weg. Wo könnte er hin sein? So, dann reden wir nochmal mit Lisa. Glaubst du, dass er zum Bunker gegangen ist? Edward, oh nein, er ist auf dem Weg zum Bunker. Er darf seinen Vater in diesem Zustand nicht sehen. Thomas würde Edward verletzen. So, also Vater und Sohn wieder vereint, heißt der Auftrag. Edward ist von zu Hause weggelaufen und nicht mehr auffindbar. Wir müssen ihn finden, bevor es zu spät ist. Okay, also hier steht jetzt wieder Fortsetzung folgt. Was passiert als nächstes? Die Geschichte hört noch nicht auf. Du kannst auf die spannenden Abenteuer in den zukünftigen Updates von Star Stable gefasst machen. Halte die Augen auf, die Geschichte geht schon bald weiter. Okay, Leute, damit endet das hier jetzt schon von der Questreihe erstmal und wir müssen halt auf weitere Updates warten. Ich mache dann erstmal bei einer anderen Questreihe weiter und wir sehen uns dann in einem anderen Video. Bis dann!